Sollten wir vielleicht machen. Aber erstmal plündern wir. Oh ja, und ich hab schon gekauft. Können wir später lesen. Hauptsache alles im Kodex drin. Wir haben Rüstung bekommen. Waffe? Gut, das war Jagdbogen. Wir haben keinen. Ja, indirekt. Wir hätten jemanden. Aber das würde ihn sowieso nur schwächen. Beschränkung, nicht wahrig. Das ist doch cool. So, aber das waren wir gar nicht. Ah, er trägt schon sowas. Gut. Da kann er nicht nutzen, da hat er schon, das hat er auch schon an. Ah! Nur Krieger, Stufe 3, gut. Dann mein Jutster. Ah! Cool! Das trägt sie derzeit. Und das trägt sie dann jetzt. Na, das sieht doch nicht übel aus. Hat sie nicht. Templer. Hm. Oh, das erhöht meinen Angriff. Das erhöht meinen Angriff. Nur. Ach schade. Der habe ich leider nichts. Na gut. Ah. Nur Cassandra, nur Krieger. Ja, ich okay. Gut. Und unser guter Solas. Da haben wir halt auch nicht. Das könnte aber noch besser sein. Ah, cool. Schnellreisen. Natürlich. Ja. Der Corporal, wo ist der? Corporal. Wenn ihr das sagt. Und wie viel braucht ihr? Sehr schön. Bitte, jemand muss uns helfen. Meine Frau braucht Hilfe. Etwas weiter von Codex. Hui, die Notiz war lang. Ich weiß, die Lust am allen Vorlesen habe ich schnell verloren irgendwie. Ach ja. Ich habe schon einiges über euch gehört, Herold Andrastes. Ich bin Verzauberin Elandra.
Und ich hoffe, ihr findet einen Weg, um diesen närrischen Krieg zu beenden. Wenn ihr eine Magierin seid, warum seid ihr dann nicht bei den Aufständischen? Ich war eine Verzauberin aus der Bruderschaft der Äquitarianer. Wir wollten keinen Krieg, sondern gegenseitiges Verständnis. Eigentlich bin ich verpflichtet, mich den Aufständischen anzuschließen. Aber ich hatte Freunde unter den Templern. Ich werde nicht gegen sie kämpfen. Ich weiß um meine Stärke und fürchte die Dämonen nicht. Also werde ich für mich bleiben und niemandem Schaden zufügen. Lebt wohl. Einen schönen Tag noch. Oh. Gut. Wäre vielleicht gut, wenn ich die Karte einfach mal im Auge behalten würde. Das ist unser letztes Brot. Es wird eine lange, hungrige Nacht werden. Diese Leute brauchen etwas zu essen. In den Hügeln gäbe es genügend Widder. Sie sind schmackhaft, leicht zuzubereiten. Und es gibt hier keine Lords, die einen wegen Wilderei aufknüpfen. Aber im Moment ist es zu gefährlich, auf die Jagd zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, auf Magier statt auf Widder zu treffen, ist zu groß. Viel Glück. Mit Glück bekommt man kein Fleisch auf die Rippen. Okay, nehmen wir noch eine Quest an? Natürlich nehmen wir. Bitte, jemand muss uns helfen. Meine Frau braucht Hilfe. Was stimmt nicht mit eurer Frau? Sie wird krank, sobald sich das Wetter verschlechtert. Sie bekommt keine Luft mehr, als hätte sie Spinnweben in der Lunge. Unser Sohn Hindel stellt einen Trank her, der sie atmen lässt. Er ist der Einzige, der es kann, aber er hat sich diesem Kult in den Hügeln angeschlossen. Bitte geht zu ihm und erzählt ihm, was los ist. Ohne diesen Trank wird sie sterben. Es ist... Oh, ich kann was kaufen, technischerweise. Das Blitz ist plus 6 Magie, das ist was Schönes. Klinge des Seltens, wa? Es macht mich stärker, Punkt. Nicht viel, aber es macht mich stärker. Bogen. Oh. Hoppla. Seltener Griff. Ja, ich kaufe einfach mal beides. Ich würde aber jetzt erstmal ein paar Sachen verkaufen wollen. Werkgegenstände.
ich glaube sogar, dass ich habe Fehler gemacht. Aber es ist nicht schlimm. Ja, wollen wir jetzt mal ausrüsten. Oh, habe ich die zweimal gekauft? Aufhört. Wo ist denn das Gedönse vom Kollegen hin? So, untersuchen. Bianca Bogen 1. Ach so, es wurde gleich ausgerüstet. Na, das ist schön. Na, das ist doch schön. Der Wiederaufbau von Kirkwall. Obwohl die Waffe, der Blitz, mir sehr gefällt, muss ich leider sagen, dass der Feuerstab einfach stärker ist. Gerade wegen der Crit-Rate. Oh, ich entschuldige mich wegen der Husterei. Geht gut voran. Ah, Grippe. Nerv. Gut, die Blitzdinger. Verkaufen wir mal den funkelnden Stab. Weg, weg. Weg, weg. Tschüss, Gosti. Behalten wir mal. Weg. Weg, weg. Nee, der natürlich weg, weil den können wir nicht tragen. Das ist sinnlos. Ich weiß, die Dinge stehen schlecht dort. Ich wollte euch nicht daran erinnern, dass die Lage in Kirkwall katastrophal ist? Habt ihr das Thema deshalb angeschnitten? Ich wollte über den Wiederaufbau reden. Ihr denkt nur an die Gebäude und selbst das wird Jahre dauern. Die Leute werden sich nicht so schnell erholen. Hm.
Muss das Ding so schnell reisen? Das ist schön. Und über Punkte verfügt auch kein. Auch nicht übel. Weißt du, was für eine Schiffreise war? Ich weiß. Sagt es uns einfach, falls wir irgendetwas für euch tun können. Ich danke euch. Hast du was anderes gesehen? Ihr gehört der Inquisition an? Ich bin Corporal Whale. Hab Dank für eure Hilfe. Die Magier und Templer scheint es nicht zu kümmern, wer in ihren Krieg mit hineingezogen wird. Die Flüchtlinge hier benötigen dringend Hilfe. Wenn der Krieg sie nicht tötet, werden es die Kälte oder der Hunger tun. Ihr habt die Sorge geäußert, die Leute könnten verhungern. Ja, viele von ihnen hatten natürlich Lebensmittel bei sich. Aber sie dachten auch, sie wären längst wieder zu Hause oder in einer Stadt in Sicherheit. Den Hügel hinauf gibt es einen Jäger, der uns vielleicht weiterhelfen könnte. Können wir irgendetwas tun, um die Leute vor der Kälte zu schützen? Ich hatte die Inquisition gebeten, uns Decken zu schicken. Aber man könnte meinen, ich hätte eine Wagenladung reines Lyrium verlangt. Ein Rekrut namens Whittle versucht, die Flüchtlinge irgendwie zu versorgen. Solltet ihr Vorschläge haben, findet ihr ihn auf der anderen Seite der Straße. Was könnt ihr mir über die aufständischen Magier sagen? Die wahren Aufständischen haben sich oben im Norden in Radcliffe verschanzt und kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten. Die Kerle hier sind einfach nur Abtrünnige. Nachdem sie all die Jahre in Zirkeln eingesperrt waren, sind sie jetzt wahnsinnig vor Macht. Die Aufständischen in Radcliffe wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Ich wünschte nur, wir könnten sie ebenso leicht loswerden. Was könnt ihr mir über die Templer erzählen? Sämtliche Templer wurden vor nicht allzu langer Zeit nach Val Royaux beordert. Doch diese Bastarde haben den Befehl einfach missachtet. Und jetzt töten sie aufständische Magier. Sowie jeden Flüchtling, den sie für einen möglichen Sympathisanten halten. Alle Templer, die ich je gekannt habe, wollten das einfache Volk beschützen. Diese Männer jedoch besudeln den guten Namen ihres Ordens. Gibt es noch weitere Probleme, mit denen die Flüchtlinge zu kämpfen haben? Einige der Leute haben Verletzungen, bei denen es nicht ausreicht, sie zu nähen oder mit Elfenwurzel zu behandeln. Mir ist bewusst, dass Heiler im Moment rar sind, aber wenn ihr in Radcliffe jemanden auftreiben könntet, würde das zahlreiche Leben retten. Was könnt ihr mir über den Mann erzählen, der die Inquisition mit Pferden versorgen sollte? Stahlmeister Dennett? Er lebt auf einem Hof westlich von hier. Ein sehr alter Knochen. Wir haben jedoch nichts von ihm gehört. Soweit wir wissen, verschanzt er sich, bis die Magier und Templer damit fertig sind, sich gegenseitig umzubringen. Gebt auf euch Acht. Und ihr auf euch. Hey. Macht Sorge in einzelnen Gebieten für Stabilität, indem du Risse im Nichts schließt. Vergrößere den Einflussbereich der Inquisition, indem du neue Lager errichtest und erledige Quests. Ja. Um Macht und Einfluss zu gewinnen. Man kann am Kartentisch in Aufklärungssätzen investiert werden. Aufklärungseinsätze investiert werden, durch die sich dir neue Möglichkeiten eröffnen. Gewinnst du genügend Einfluss, steigt die Inquisition im Rang auf und du erhältst Zugang zu einzigartigen Errungenschaften. Boah, gut. Gehen wir einfach mal irgendwo hoch. Ganz schön verwinkelt hier. Dies wäre ein guter Ort, um unser Lager aufzuschlagen. Das hier könnte euch interessieren, Sir.
Yay, ich hab Macht. Was ist denn das? Blutlotus. Nimmst du mit. Hört sich nach Kämpfen an. Da hoch? Wisst ihr was? Geh mal jetzt mal runter. Aua. Euch das an. All die Macht hat die Abtrünnigen in den Wahnsinn getrieben. Ich sehe dort mindestens ebenso viele Templer. Na dann lasst uns mal kämpfen. Wir sollten uns wieder auf den Weg machen. Um die Ordnung wiederherzustellen, brauchen wir dieses Bündnis. Was hier alles zerstört wurde. Einfach nur sinnlos. Hey, cool, Level. Statischer Käfig. Du fängst Gegner in einem Elektrizitätsfeld ein. Das jeden lähmt, der versucht es zu verlassen. Hm, gut. Cool. Aber bleib ein selber von Elementargeschossen, die sich den Weg zu Gegnern vor dir suchen. Oh, ja. Hm. Stromleiter. Okay. Das ist natürlich cool. Jeder durch Energiesparen verringt kürzere Transzenz CS. Okay. Ah. Achso, einige Elemente des Bildschirms sind nicht derzeit nicht verfügbar. Ah, ich muss gerade tatsächlich andere Sachen machen. Oder ich darf gerade überhaupt nichts machen. Also wahrscheinlich kann ich nicht. Renne, Baby, renne.
weiß nicht, was das mit dem Hasen auf sich hat. Aber habe ich jetzt schon öfters gesehen, dass man das denen lieber erledigen sollte. Was ist das? Festung der abgetrünnigen Magier. Habt ihr genug davon, euch von der Angst dieser dummen Narren fesseln zu lassen? Dann kommt in den Hexenwald. Folgt den Zeichen. Wir können frei unsere Kunst betreiben und am Ende zu den neuen Göttern werden. Als ob das hier zu was Gutem geführt hätte. So wie es vorgesehen ist. Mhm. Ein Brief ohne Unterschrift. In großen und offensichtlich aufgeregt geschriebenen Lettern. Und ich kann das plündern. Halt nicht angreifen dürfen, Freundchen. Ich wollte sie ja nicht angreifen. Immer wollen sie es. Ich bezweifle, dass das einfache Banditen waren. Ihre Vorgehensweise war die einer gut ausgebildeten Gruppe. Das sind Sturm hier einfach. Hol dich, der Erbauer! Helm. Für wen? Vorreiterrüstung. Nein, nur Krieger Stufe 9. Ach, leck mich drei. Kann ich den tragen? Willenskraft, naja. Bisschen Def?
Nehme ich mit. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so intelligent ist, überhaupt die alle anzugreifen. Zum Level wird es nicht sicher helfen. Jetzt angegriffen. Ja. Hm. Aber wir werden immer noch angegriffen. Gut. Beric, ihr habt euch der Inquisition also angeschlossen, als euch Sucherin Pentergast verhörte. In diesem Punkt war sie ziemlich beharrlich. Interessant. Was ist daran interessant? Es überrascht mich, dass es ausgerechnet ein abtrünniger Elf war, der sich der Inquisition freiwillig angeschlossen hat. Mittelschwere Abenteuerrüstung. Nur Schurke, nur Mensch. Also langsam komme ich mir verarscht vor. Keiner meiner Leute kann hier irgendwas tragen. Eine Quinari-Streitachs. Sonne für Quinari, das ist aber auch klar. Nein, nur Krieger. Ach, ist was. Nimm die ordentliche Wumme. Kann ich die tragen? Nur Krieger, nur Mensch. Mhm. Na egal. Ich hoffe, die Inquisition findet einen Weg, diesen Leuten zu helfen. Die Kälte wird so schnell nicht nachlassen. Diese närrischen Dorfbewohner. Wo haben sie nur ihre Mäntel? Was benötigt ihr, um die Flüchtlinge vor der Kälte zu schützen? Decken, warme Kleidung. Was es so gibt. Diese armen Teufel haben alles verloren, als die Magier und Templer verrückt geworden sind. Wenn wir in einem Dorf wären, könnte ich einfach eine Decke von einer Wäscheleine stibitzen und die Sache wäre erledigt. Aber hier draußen, ich bin mir sicher, die Abtrünnigen haben jede Menge Vorräte. Ich konnte sie bisher nur nicht finden. Lebt wohl. Ja, ihr auch. Weißt du, was für eine Chiffre es war? Nur Gerüchte.